So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer nagelneuen Folge Mist Survival mit unserem Heavy und mit mir. Und Heavy hat sich in der Version 0.6 in der Zone 0 beim Weißen Haus eingefunden. Das wird unsere neue Base. Dementsprechend werden wir diese jetzt das erste Mal besuchen. Ich würde sagen, Heavy, wir nehmen den Koffer mit rein und sagen offiziell Let's go für diese Folge. So, Tür auf, wir schnappen uns unseren Koffer und schmeißen ihn provokant erstmal hier hin. Apropos, wir können ihn ja auch schmeißen, ne? Jawohl. So. Tür zu. Und dann schauen wir uns mal um, ob es noch so ist wie damals. Die Stube. Naja, sehr spartanisch eingerichtet. Den Schrank könnten wir wegfeuern. Die Couch muss hier wohl stehen bleiben. Ein bisschen versifft der Teppich. Naja, vielleicht kriegen wir ihn ja irgendwann gereinigt. Aber okay. Schalter sind auch überall dran. Aber Licht funktioniert nicht. Aber hier sind überall schon Lampen dran, ne? Das heißt, wir müssen mal gucken, wo wir Strom herbekommen. So, weiter geht's in der Küche. Naja, fehlt ein Tisch. Aber die Stühle können wir zumindest schon mal bewegen. Das ist gut. Ansonsten denke ich mal, die Schränke werden leer sein. Wir gucken mal provokant rein. Hier hat es auch schon einen Topf. Ist er denn abgewaschen? Hoffen wir mal, ja. Und einen Kühlschrank, den wir auch nicht benutzen können. Reminder. Am Dienstag kommt die Müllabfuhr. So, wir müssen noch einkaufen. Eier, Milch, Butter, Käse und so weiter. Okay, werden wir den Mist machen müssen. Apropos. Wie sind denn unsere Werte? Wir haben Hunger und Durst. Wir müssen uns dann als allererstes drum kümmern, ne? Wo kriegen wir noch was zu essen her? Wir müssen ein Feuer aufsetzen, Wasser herstellen. Also quasi die grundlegenden Sachen zum Survival. So, hier haben wir alles. Der Flur. Geht's hier noch in den Keller? Kommen wir nicht rein. Okay. Das war das unterste Geschoss. Jetzt gucken wir mal oben. Was haben wir hier? Okay, hier ist das Büro wohl wahrscheinlich. Hier können wir dann unseren PC aufbauen zum Zocken. Der nächste Raum. Die Wäschekammer. Ah. Müssen wir dringend waschen. Und unsere Toilette. Auch sehr schön. Okay, mit offener Dusche. Warum denn nicht? So, dann würde ich sagen, das ist das Schlafzimmer. Jetzt auch ein paar Schränke. Ja gut, da können wir schon mal ein bisschen Loot verstauen. Und wir haben ein Bett. Ah ja, die Kissen, weiß ich nicht, was darauf lebt. Wie ist das Wetter draußen? Es regnet. Na toll. Dann würde ich sagen, wir verstauen hier einfach erstmal ein paar Sachen. Auf der Hoffnung, dass es nicht despawnt da drin. Munition. Wie sind wir denn ausgerüstet? 16 Schuss. Und eine Axt. Ja, das sollte reichen. Das heißt, das lassen wir auch erstmal alles hier. Unsere Münzen. Autoteile. Die packen wir separat weg. Essen. Naja, das geht erstmal. Das ist ein Schrank, okay. Dann schmeißen wir hier die Autoteile rein. Und auch die Axt. Wir brauchen den Platz wahrscheinlich. Okay, dann würde ich sagen, das haben wir schon mal safe. Wir müssen definitiv gucken, ob das noch geht. Falls wir mal wieder Mist bekommen. Wie war denn das jetzt mit dem Bauen hier auf Taste B? Ob wir die Zäune noch davor setzen können. Das können wir noch. Beziehungsweise, ob die Zombies dann da durchkommen. So, die Tür geht nach da auf. Das heißt, wir werden den Zaun in die andere Richtung drehen, ne? Genau, Heavy. Einmal drehen.
Ganz nah ran. Mal gucken, ob wir gleich einen oben drüber stellen können. Naja, offiziell nicht ganz, aber es wird wohl hinhauen. Den drehen wir auch nochmal. So, wir benötigen Sticks und Komponenten. Komponenten hatten wir hier reingepackt, ne? 6 Stück haben wir. Das heißt, wir müssen noch ein paar sammeln. Und Sticks. Das machen wir gleich. Wir gehen mal draußen gucken. Wir sind ja noch gar nicht fertig mit unserer Besichtigungstour. So, unsere Blümchen haben keine Erde, aber sie wachsen. Eine Schaukel, ein Dreirad, sehr schön. Die Fenster sind verschlossen. Ein Benzinkanister. Was auch immer das für ein Silo sein soll, wofür wir das brauchen. Ah, der Stromgenerator. All to intact. Moment mal, ist denn was drin? Ja. Können wir den denn füllen? Genau, mach mal auf, Heavy. War's das jetzt schon? Erstmal wegschmeißen, ganz wichtig. Nein, hier sind immer noch 3,5 Liter drin. Wie funktioniert das Ganze? Wir halten mal fest, E. Also die ganze Zeit die Taste E halten. Nicht loslassen. Puff. Er läuft. Können wir ja mal gucken, ob wir jetzt Strom anmachen können. Tatsache. Strom haben wir also schon mal. Dann würde ich sagen, müssen wir mal schauen, wie lange hält der denn? Erstmal ausmachen. So, wie gesagt. Hier müssen wir alles noch absichern. Mal schauen, ob das hier auch funktioniert mit den Zäunen. Früher ging das immer. Aber wenn es in der Tür ging, könnte es wahrscheinlich im Fenster auch klappen. Funktioniert noch. Okay. Können wir uns schon mal merken. So, dann würde ich sagen, Garage, mach mal auf, Heavy. Wenn wir denn irgendwann unser Auto bekommen, dass wir das auch unterstellen können. Gut. Sicherungen alle drinne? Hoffen wir mal. Können wir hier irgendwas benutzen, interagieren? Nicht wirklich. Wegnehmen können wir auch nichts. Das heißt quasi, es muss alles so drin liegen bleiben, wie es ist. Na gut. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Der Müll ist doch weg. Warum sollten wir den denn rausstellen? Aber es ist ja bestimmt noch nicht Dienstag, oder? Haben wir hier einen Tag? Nein, wir haben nur eine Uhrzeit. 16:30 Uhr. Dann würde ich sagen, sollten wir uns beeilen, wenn wir noch eine Runde looten gehen wollen, ne? Und zwar wollten wir ja vorne an der Militärbase einfach mal nachschauen. Hat es denn da Gegner oder können wir da einfach so looten? Erstmal sehe ich niemanden. Könnte ein gutes Zeichen sein. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen mal durch, ne? Metal Scraps brauchen wir immer. Heavy kann krabbeln. Sportlich.
Gut, das Seil können wir nicht nehmen. Was hat es hier drüben? Nicht wirklich viel, ne? Okay, dann würde ich sagen, schicker Turm. Mal gucken, ob man da drauf klettern kann. Schauen wir ringsherum. Hier kann man klettern. Eine Säge, die wir nicht nehmen können. Okay. Ein Messer. Ja, nimm mit. Warum denn auch nicht? So, erstmal hingeschmissen. Können wir vielleicht später mitnehmen. Ein paar Racks. Naja, nee. Hier kann man auch Strom einfüllen. Warum? Niemand da. Munition ist immer gut. Ach nee, wir haben die Axt herausgeschmissen. Können wir gar nicht kaputt machen. Zementblöcke. Brauchen wir noch nicht, ne? Hier geht's auch nach oben. Ich sehe einen Rucksack. No Power. Mal schauen, ob das funktioniert wie in der alten Version, dass man durch die Wände das noch abholen kann. Funktioniert. Okay, da hat es noch ein paar Waffenteile. Was haben wir hier Schönes? Schalldämpfer. Und was zu essen. Gar nicht mal übel. Leer. Den Sonnenblenden auch kein Schlüssel. Dann schauen wir mal weiter. Opalengas zum Füllen. Oh. Wir sind schon pickepacker voll. Ein Käppi. Emmy, was hast du denn überhaupt an? Ein Helm. Nee, nee. Oh, eine Spritze. Munition können wir auch nicht mitnehmen. Oh, so viele schöne Sachen, wir können sie nicht mitnehmen. So, warte mal, dann müssen wir mal ein bisschen umpacken. Ein Messer. Ich höre einen Zombie. Dann würde ich sagen, ist doch mal eine Kleinigkeit heavy. Dann sind wir wieder gut aufgestellt. Oh, jetzt sogar noch mehr. Revolvermunition. Die brauchen wir auf jeden Fall. Zumindest für später. Die Frage ist, was können wir denn rausschmeißen? Brauchen wir die Waffenteile jetzt schon? Glaube nicht, ne? Wir nehmen lieber die Munition mit.
spritze das mal auch erstmal hier. Duct Tape. Oh. Noch ein Schalldämpfer, aber wir haben ja einen. Eine Waffe sollte reichen. Apropos. Können wir ja mal durchladen. Ob es hier auch so eine Räume gibt mit grünem Gas, so wie in der anderen Zone, sage ich jetzt mal. Da steht ein Zombie rum. Da würde ich sagen, gib ihm. Komm raus. Einen Apfel. Lecker. Das hat deinen ganzen Fußboden dreckig gemacht. Jetzt noch eine Waffe. Mehrere Schränke. Noch eine Spritze. Harvest. Wir hätten ihn auch vielleicht mal ernten können, ne? Moment, das tauschen wir mal kurz. Unsere Lampe. L to use. Wir brauchen zwei Batterien zum Aufladen. Dann lassen wir das noch drin. Hier können wir schlafen. Von den Schalldämpfern hat es ja mehr als genug. Eine Gasflasche. Haben wir jetzt noch nicht eingepackt, ne? Würde ich sagen, tauschen wir die mal. Dann können wir die nämlich auch gleich füllen. Wo war denn das jetzt? Muss ich mich kurz orientieren. Irgendwo hier, ne? Hier. Nee. Hier war das. Im Übrigen habe ich auch einen sehr schönen Kommentar bekommen zum Thema Spritsammeln. Den müssen wir nachschauen nachher, wenn wir den Kanister wieder haben. Man soll mit Q an diesen Autos auch den Sprit abzapfen können. Werden wir heute auf jeden Fall noch testen. Wir haben ihn ja dabei. Wir haben sicherlich auch das ein oder andere Auto. Hier haben wir eins. Würde ich sagen, wir testen das Ganze mal. So, Interact. Na, was denn nun? Liter. Funktioniert. Vielen lieben Dank für diesen Tipp. Und dann können wir ja auch mal hier ausprobieren. Wir füllen das hier mal ein. Vielleicht bekommen wir ja dann da die Tür einfach auf. Mal schauen, ob wir da vielleicht einen PIN-Code brauchen oder nicht. Schade, dass man das immer hinschmeißen muss erstmal. So, an. Keycard. Wir brauchen eine Keycard. Naja, vielleicht bekommen wir sie ja irgendwann mal. Machen wir so lange aus. Es wird langsam dunkel. Hier geht's hoch auf den Turm. Aber wir wollen ja noch ein bisschen weiter gucken. So, hier unten waren wir. Weiß, wir gehen mal nach oben. Hallo, jemand zu Hause? Scheinbar nicht. Ein Bett. Oh. Mitnehmen. Wird im Zweifelsfall zu Hause geöffnet. Schmeißen wir erstmal hier auf die Straße.
Dürfen wir bloß nicht vergessen. So, hat Heavy auch wenigstens endlich mal eine Buchse an. Sah ja auch aus. Achso, hier waren wir ja. Was hat's denn noch? Hier hat's noch einen Raum, ne? Oh, hier ist offen. Einmal Ammo. Mehr nicht. Okay. Toiletten. Kann man die öffnen? Nicht wirklich. Eine Crowbar. Sehr, sehr schön. Das heißt aber auch, wir müssen wieder irgendwas hier lassen. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ach komm, lass die Batterie hier. Wir brauchen keine Taschenlampe. Jetzt eingepackt. So, wo war unser... Okay, hier sind wir ganz am Ende. Ein Reifen. Zwei Reifen. Vielleicht können wir uns das Polizeiauto auch von hier holen, ne? Brauchen wir vielleicht nicht so weit rennen. Sehr schön. Noch ein bisschen stärken für den Rückweg. Alles andere würde ich sagen, holen wir demnächst. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier müssen wir lang. Da liegt unsere Kiste. Wir könnten sie auch gleich öffnen. Halt, Moment. Erst gucken, wie spät ist das. 18:30 Uhr. Ja, dann haben wir die Zeit. Nicht, dass uns jetzt hier gleich die Zombies überraschen. Uiuiui. Sehr, sehr voll. So, dann einmal umlagern, damit wir noch ein bisschen Platz bekommen. Die Munition... Schere. Brauchen wir eine Schere? Gut, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal zurück in die Base. Und bringen unseren guten Stoff in Sicherheit. Ich wollte gerade sagen, ist eine Lampe an. Ordnung muss sein, Türen zu. Sticks haben wir ja immer noch nicht gesammelt. So, in die Kiste. Dann holen wir auch nochmal unseren Koffer hoch. Als offizielles Zeichen, wir sind angekommen. Den schmeißen wir mal hier in die Ecke. Da steht er gut. Tür zu. Und wir legen uns erstmal hin. Immer schön mit der Knarre im Einschlag. Eigentlich hätten wir ja noch ein bisschen Zeit, aber naja, 11 Stunden. Heavy hat sich's verdient, endlich mal auszuschlafen. Problematik ist nur, wir müssen jetzt Essen trinken besorgen, ne? Nein, Heavy nicht hinschmeißen, essen. Welchen Raum machen wir das denn? In der Küche? Nein, hör auf zu bauen. Mach die Tür auf.
So, das heißt, wir brauchen noch Sticks. Aber als allererstes müssen wir uns darum kümmern, einen Feuerstein zu bauen. Dazu brauchen wir Steine und Sticks. Ja, warum denn nicht immer mitten im Raum? Obwohl, Moment. Steht vielleicht ein bisschen nah dran. Ah, direkt vom Heizkörper. Ist auch gleich eine Wärmequelle. Steine und Sticks. Wir haben noch den Platz. Mal schauen, ob wir hier was finden. Können ja mal unsere Axt mitnehmen. Und dann könnten wir den Rest auch ausladen. Na, den Benzinkanister nehmen wir mit. Vielleicht brauchen wir ihn ja. So, wo finden wir denn Äste? Okay, das können wir schon mal nicht. Den können wir auch nicht fällen. Den könnten wir fällen. Aber wir sollten vielleicht Äste suchen, statt die Bäume hier zu malträtieren. Muss es ja theoretisch auch irgendwo geben. Genauso wie Steine. Man kann sie bloß nicht aufsammeln. Schade, schade. Das sieht aus wie ein Stein. Einen. Wie viel braucht man? 8, ne? Hier hat es Steine. Und Sticks. Oder Branches. Noch sind es ja keine Sticks. Haben wir ja noch nicht umgebaut. Hat geregnet, sehr schlammig, Vorsicht. Gehört das jetzt noch dazu? Scheinbar. Das sind die großen Sticks, die brauchen wir nicht. Eine Feder. Später. Hartstick. Wo heißen die? Aber sonst sind die Sticks so ein bisschen Mangelware, oder? Wie viele Sticks haben wir? 5. Ein paar bräuchten wir noch. Irgendwie nicht wirklich welche rumliegen. Hier hat es noch einen Haufen Steine. Sieht immer aus wie ein Stick. Ist aber kein Stick.
Oha. Ein See und ein Häuschen. Da ist noch ein Häuschen. Das gucken wir uns in der nächsten Folge definitiv mal an. Jetzt haben wir ja erstmal eine Mission und die heißt Feuer. Wir gucken mal, ob wir schon was bauen können. Sechs Stück, ne? Das war ja klar, dass wieder einer fehlt. Anstrengend, anstrengend manchmal. Los, Heavy, gib dir Mühe beim Suchen. Mach die Augen auf. Irgendwo muss doch noch ein Stick rumliegen. Wisst ihr was? Wir machen das einfach. So, da ist er. Würde ich sagen, nehmen wir auch noch ein bisschen Feuerholz gleich mit. Baumwelt. Der war eh schon kaputt. Was denn nun? Aha. Ein wenig gedauert. Vier Baumstämme kann er tragen. Heavy ist ganz schön kräftig. Wo lagern wir die denn? Am besten hier im Flur, oder? Da sollten sie uns erstmal nicht stören. Hör zu. Wird kalt, noch haben wir kein Feuer. So. Was brauchen wir? Ein und vier. Haben wir. Einen Hammer. Haben wir denn einen Hammer? Gute Frage. Wir haben keinen Hammer, oder? Doch, haben wir. Haben wir nochmal Glück gehabt. So, das heißt, wir können uns offiziell schon mal was brutzeln, ne? Da muss ja jetzt quasi noch irgendwie der Kochpot da drüber. 2, 5, 2. 5 Sticks haben wir ja nicht. Zweimal Metall und zwei Seile. Haben wir den Seile eingepackt? Allerdings konnte man die auch irgendwie craften. Jetzt auch keine Seile. Na gut, Essen, Trinken sind wir noch gut versorgt. Sollte noch reichen für die nächsten ein, zwei Tage. Wenn nicht, finden wir sicherlich was. Apropos, mal zwischenspeichern. Nicht vergessen. Es ist immer noch eine Early Access. Kann ab und an auch mal abschmieren, das Spiel. Okay, was braucht man jetzt noch? Seile. Und Sticks. Dann würde ich aber sagen, das machen wir zusammen mit dem Besuch der Nachbarn in den kleinen Häusern, die wir gesehen haben am See, in der nächsten Folge. Evan und ich bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffen euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Macht's gut und bis bald.